So, also heute bin ich hier im Fichtelsgarten mal unterwegs und will mal schauen, wie es aussieht. Heute bei nicht so ganz so gutem Wetter, aber mein, der Garten hier ist auch immer schön, mal spazieren zu laufen, und wir laufen jetzt mal rum. Hier war ja früher mal die ehemalige SPD-Zentrale, ja, ist es heute nicht mehr. Also man sieht hier auch Hinweistafeln der Stadt Schweinfurt, der Fichtelsgarten, ja, Schleesgott, da war die Villa gestanden von der Familie Fichtel, gebaut von Karl Sattler, den Architekten. Also da oben war mal die Villa gestanden von der Fichtelsfamilie. Ja, mein Kapital sucht sich natürlich immer den schönsten Platz, und ja, gibt es eigentlich weiter nichts dazu zu sagen. Heute für uns Bürger, für uns Normalbürger, Normalos in Schweinfurt, ist natürlich ein schöner Platz zum Ausruhen und zu entspannen. Leider durch Corona finden hier keine Festlichkeit mehr statt. Es war ja jedes Jahr das Kinderfest hier im Fichtelsgarten, war immer sehr schön. Und ja, durch Corona, Mein, der Garten hier, der ist natürlich nicht sehr groß, deswegen heißt er auch Garten und nicht Park. Aber schön hier. Ja, man sieht auch Mohnblumen. Heuer fällt mir überhaupt auf, es gibt sehr viele Mohnblumen. So viele habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen wie dieses Jahr. Entweder habe ich nicht darauf aufgepasst, aber ich glaube, dieses Jahr gibt es tatsächlich mehr Mohnblumen. Also hier oben stehe ich jetzt natürlich genau am Eingang von der Fichtelshütten. Und wenn man also so guckt, das war halt die Eingangsanlage. Kann sich sehen lassen, gell? Kann sich sehen lassen. Ja. Wenn sie da so gestanden waren, haben wir Gäste empfangen. Ne? Weit in die Innenstadt hatten sie es von da aus nicht. Naja, nur kein Neid aufkommen lassen, gell? Wer Co, der Co. Da haben wir also jetzt einen Blick hinüber zum Motorweltpark, der also auch sehr, sehr schön ist und lädt immer wieder zum Spazierengehen ein. Also wir haben in Schweinfurt schon schöne Parks, wo man auch schön laufen kann, in den Wehranlagen zum Beispiel auch. Ne? Wie gesagt, ist leider heute kein so ein schönes Wetter. Der Himmel ist etwas bedeckt, aber zum Laufen eigentlich ideal. Im April haben sie alle noch geschrien, es gibt also wieder einen Jahrhundertsommer, nachdem es 2 Jahre mal richtig heiß war. Und ich warte also immer noch auf den Jahrhundertsommer, aber es wird wohl das Jahr nichts mehr werden. Aber macht auch nichts. Da unten ist also auch ein Spielplatz für Alt und Jung. Hier ist der Garten von der Fichtel jetzt zu Ende. Und jetzt laufen wir unten entlang an der Niederwerner Straße, Oberdorf. Also hier nochmal der Spielplatz für Alt und Jung. Also da drüben war früher mal die Schreinerei, jetzt steht da so ein Zweckbau. Die Schreinerei hat mir besser gefallen. Oh, was soll's. Industriestadt halt. Also wie gesagt, jedes Jahr, also dieses Jahr wollte ich jetzt sagen, dieses Jahr also besonders viel Mohnblumen. Also finde ich ja wunderschön. Schon in meiner Jugend habe ich diese Blumen geliebt. Warum hat mir die Schreinerei besser gefallen? Weil da war für uns Junge halt echt der Gaudi, gell? Da hat es Musik gegeben. Und es war halt urwüchsig, gell? Jetzt sind sie am Stadtbahnhof, die jungen Leute.
und ist auch schön. Also ihr seht, der Fichtelsgarten nicht zu verachten, auch wenn natürlich der Straßenverkehr im Hintergrund schon ein wenig stört. Aber na gut, damit muss man halt leben. Ne? So, jetzt sind wir den Fichtelsgarten durchgelaufen, also der Fichtel ihren Garten. Und jetzt laufen wir hinüber in den anderen Teil, in den Park, in die Verlängerung. Und ihr werdet sehen, das ist auch sehr, sehr schön. Also was mir gerade auffällt, es gibt hier keinen Zebrastreifen, wenn man von drüben vom Fichtelsgarten hier rüber möchte. Und als Fußgänger ist es schon ein wenig blöd, wenn viele Autos kommen. So, jetzt filme ich es halt wieder mal zum tausendsten Mal. Aber wenn man in Schweinfurt wohnt, hat man halt nicht so viele Möglichkeiten, so viele Sachen zu filmen und zu fotografieren. Dann muss man halt das nehmen, was da irgendwo rumsteht. Leute, es kommt sogar die Sonne raus. Ich breche ab. Alles frisch gemäht. Es riecht richtig nach frisch gemähtem Gras. Ich habe noch gesehen, den Traktor, wie er weggefahren ist. Also, es riecht das richtig gern. Ja, jetzt habe ich drei Begleiter hier im Park. Die laufen mir kurz vor mir her. Finde ich schön. Die haben überhaupt keine Angst vor mir. Die setzen sich also wirklich vor mir her. Vor mir hin. Oh, weg ist er. Die Schilder kennen wir in Schweinfurt zu Genüge. Die Brücke ist auch gesperrt. Naja, was soll's. Aber hallo, jetzt komme ich überhaupt nicht weiter. Jetzt bin ich hier in der Sackgasse. Da hätten sie doch vorne auch schreiben können, dass da hinten Sackgasse ist, oder? Dass man da nicht weiterkommt. Ja, Sapralodden, du. Liebe Stadtverwaltung, was soll denn das? Am liebsten wäre ich ja über das Gitter drüber gesprungen, habe in meinem Alter. Brechen wir noch mal ein Holz. So, jetzt muss man halt den Umweg gehen und da unten rum. Die Stadt, die wollen halt, dass wir uns bewegen, ne? Dass wir Bürger fit bleiben. So, jetzt laufen wir halt unterhalb entlang. Jetzt können wir oberhalb laufen, ich laufe jetzt unterhalb. Also da vorne das Bridgele, also die Brücken, das war also gesperrt, die Brücke. So, wenn ich natürlich jetzt hier so laufe, da gehen mir natürlich viele Gedanken durch den Kopf. Ja, und auch viele Meldungen, die ich höre im Fernsehen und in Nachrichten. Und die Meldung, die im Moment natürlich so um sich greift, ist natürlich die Meldung, dass Trump 9500 Soldaten aus Deutschland abziehen möchte. Weil wir nicht bereit sind, 2% auszugeben für Rüstung. Weil wir einfach unkooperativ sind und auch noch mit den Russen Geschäfte machen. Ja, das ist also die Oberdorfschanze. Könnt ihr das lesen? Ja, wir Deutschen sind halt immer unkooperativ. Und der Trump, der macht uns ja überhaupt nicht, gell? Und unsere Kanzlerin ja überhaupt gar nicht, ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, so unter uns, wäre mal ganz ehrlich, ja, wäre es jetzt so schlimm, wenn der Amis seine Soldaten abzieht? Und ich glaube, für uns wäre das jetzt gar nicht so schlimm. Weil damals, wie die Amerikaner hier in Schweinfurt abgezogen sind, ach Gott, was war das für ein Geschrei? Und mal ehrlich, jetzt sind wir doch froh, dass sie weg sind, oder? Und jetzt mal ganz ehrlich,
es wäre doch auch mal an der Zeit, dass die Europäer mal anfangen, eine eigene Armee aufzubauen. Ne? Jetzt so viele Jahre nach dem Krieg. Und die Amerikaner sind auch nichts mehr so, das was sie mal früher waren. Ne? Früher haben wir jetzt so die Amerikaner aufgeguckt, heute mit dem Rassismus und alles, man weiß ja gar nicht mehr. Und vielleicht wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn die Amerikaner sich endlich mal zurückziehen würden und die Europäer endlich mal sich zusammenschließen würden, würden eine europäische Macht, eine Streitmacht gründen. Oder haben sie ja schon gegründet, aber die ist halt immer noch so die Bananenrepublik. Streitmacht, ne? Vielleicht sollte man das ausbauen, ne? Als Gegenpol mal gegen Amerika vielleicht auch, ne? Weil, nicht, dass man jetzt gegen Amerika gehen soll, nee, das will ich ja gar nicht. Also, aber man muss das langsam mal überdenken, ob das alles noch so richtig ist, wie das früher mal war. Ne? Die absolute Hörigkeit. Ja, vielleicht sollten wir Europäer einfach mal ein bisschen mehr Rückgrat zeigen und einfach mal sagen, ey, wir sind aber, gell, hallo? Ne? Und nicht immer bloß Amerika, 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 wenn der Fernseher anmacht und ja, die Hälfte von den Nachrichten ist ja aus den USA, ne? Den Trump, du, den Vogel, du. Ich habe schon mal gesagt, ich schäme mich ja, dass der in Deutschland geboren worden ist. Nicht geboren worden ist er ja nicht, aber dass er aus Deutschland stammt, du. Mann, oh Mann, oh Mann, du. Wie kann man denn so einen Präsidenten wählen? Ey, Leute, ne? Aber ehrlich, aber ich denke, für die Amerikaner wäre das viel schlimmer, wenn die abziehen würden. Stell dir mal vor, die würden jetzt Rammstein zumachen müssen. Die führen doch von Deutschland aus, führen doch die einen Krieg in der ganzen Welt, also im Osten, in Arabien und überall. Ne? Von da starten die ja hier. Ne? Und Rammstein ist ja ein zentraler Punkt in Europa. Ne? Wenn wir jetzt auch denken, ey Armee, du nimmst 9500 Soldaten ab, komm, nimm sie alle mit, ne? Und räum das Rammstein und nimm da Atomraketen auch mit und einen Atomscheißdreck. Ne? Dann der Blöcklutz, dann der Verblöcklutz. Ich dachte, der darf eine Rückwärtswendung machen. Ne? Aber unter Politiker, die sind ja einfach, die trauen sich das ja nicht. Ne? Die würden sich das nie trauen, zum Armee zu sagen, weißt du was, wenn du 9.500 Soldaten abziehst, dann machst du aber deinen Stützpunkt in Rammstein auch zu. Ne? Dann nimmst du einen Scheiß in Rammstein auch mit und deinen Atomdreck. Ne? Ach, also ich setze mich daher, um auszuruhen. Ne? Was mache ich? Schimpf rum. Ne? Also wir machen mal weiter, gehen wir weiter hier im Bike weiter. Sonst platze ich noch. Aber das Corona, das setzt uns auch schon ganz schön zu, gell? Gestern war unser Biermann da, der liefert uns immer unser alkoholfreies Bier. Und da hat er also gesagt, wenn es so weitergeht, dann weiß er nicht, ob er nächstes Jahr noch existiert. Weil er hat ja viele Festlichkeiten ausgerüstet. Und diese Festlichkeiten, die sind ja absolut, gibt es ja keine mehr, so Vereinsfeste und so. Und dann hat er erzählt, dass er also Gaststätten hat. Die haben früher Unmenge, so 40 Kästen Mineralwasser die Woche von ihm bezogen. Jetzt haben sie 4 Kästen in 4 Wochen. Naja, also der sieht also total schwarz. Hat gesagt, wenn der LKW bei ihm kaputt geht, dann ist Schluss. Dann muss er aufhören. Ja. Also hier sind wir jetzt wieder. Den Spielplatz kann ich euch leider jetzt nicht zeigen, weil da sind Kinder drauf. Das machen wir nicht. Aber ich zeige euch mal den kleinen See hier. Ehrlich, ja, der ist auch wunderschön angelegt, dieser kleine See. Jawohl, nein, ins Wasser. Also es wird trotzdem schön angenehm warm. Also doch ein wunderschöner Tag heute. Also hier im Park finden natürlich auch immer die historischen Feste statt. Der Stadt Schweinfurt. Und es ist immer wunderschön, diese Feste. Die fehlen mir dieses Jahr so sehr. Früher war ja, vor Corona, war jedes Wochenende ein Fest in Schweinfurt. Und Leute, es war immer so schön.
alles vorbei. Mal gucken, wie das weitergeht, wie sich das noch entwickelt. Also hier steht auch ein Schild, 1,5 Meter Abstand zu anderen einhalten, das fällt mir also heute sehr, sehr leicht, muss ich sagen. Habe ich keine Schwierigkeit damit. Fehlt bloß noch, dass er Desinfektionsspender da am Eingang wäre. Da wäre alles perfekt. Also Leute, sagt doch mal, ist der See nicht schön? Klein, aber oho. Innen haben gemerkt, dass ich hier filme und schon sind einige da, wo mit aufs Bild wollen. Also wenn ich weiß, dass ich mir viel Schmarr und so, aber wenn euch mein Geschmarr nicht gefällt, dann schaltet halt den Ton ab. Ne? Die Bilder sind auf jeden Fall, denke ich, ganz schön geworden. Also überall wird gemäht und unser Park natürlich sauber gehalten, was ich natürlich von der Stadt Schweinfurt super finde. Da ist unsere letzte und einzigste Brauerei in Schweinfurt noch. Ich hoffe, dass es noch recht lange gibt und dass wir Corona gut überstehen. Jetzt sagt doch mal laut, ist das nicht schön hier in Schweinfurt? Ja, gell. Man kann also in Schweinfurt mal Urlaub machen. Aber wenn man schon alles gesehen hat. Guck doch mal in den Baum, da hängen die Kirschen schon, da hängt er voll mit Kirschen. Mei, ja, mei, ja, mei, ja, mei. So, jetzt setzen wir unseren Spaziergang weiter, fahrt entlang an der alten Stadtmauer. Und ihr seht, man kann also hier in Schweinfurt auch ganz schön umherlaufen. Und da bringen wir schon mal Meter zusammen auf dem Schrittzähler. Also gar nicht mal so schlecht. Also Schweinfurt hat sich schon ganz schön verändert, wenn ich an meine Jugend denke, wo es eine reine Industriestadt war und wo also Abend um 10 Uhr, und nicht um 10 Uhr, sondern um 8 Uhr schon die Gehsteige hochgeklappt wurden. Da hat sich schon viel getan hier in der Stadt. Also hier an der alten Stadtmauer kann man natürlich auch klettern.
extra was für Kletterer gemacht. Finde ich gut. Da sind immer sehr viele Leute auch klettern und wird auch angenommen. So, die Skaterbahn hier in Schweinfurt. Wird auch sehr gerne angenommen. Da hinten unser Zementrum. Das graue Ding, das ist das Zementrum in Schweinfurt. Und unser Weg geht jetzt weiter Richtung Main. Hier geht es also runter. Durch die Eisenbahnbrücke durch, die auch vor Jahren mal gestaltet wurde, inzwischen von vielen mitgestaltet. Da kann ich mich noch gut daran erinnern, wie dieses aufgemacht wurde und wie alle stolz darauf waren, wie schön das aussieht, diese Mosaiken und diese, ja, die Gestaltung von der Brücke. Inzwischen haben schon einige mitgestaltet. Naja, du bist scheiße. Super. Ich habe Hunger. Wir wollten Wasser und kriegen Benzin. Ja, alles informative Sprüche. Also man kann auch jetzt über die Straße drüber, über die Brückenstraße drüber und dann geht drüben am Main ein wunderbarer Weg weiter entlang und da kann man fast die ganze Stadt umrunden. Ja, auf der anderen Seite weiß ich es jetzt gar nicht. Hallo. Hier sind wir also jetzt direkt am Main. Hier war früher mal so die Kiesbaggerei Blum, wer sich noch daran erinnern kann. Und früher war ja auch die Straßenführung ganz anders hier. Da musste man noch da unten rumfahren. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Da hinten also unsere Jugendherberge. Wenn also jemand mal nach Schweinfurt kommt und sucht eine Unterkunft, hier ist also unsere Jugendherberge direkt am Main. Also ich muss zugeben, ich bin also jetzt doch ganz schön in Hitzewallung gekommen. Ist doch ganz schön warm geworden. Ganz schön warm geworden. Aber auch schön. Ich beschwere mich ja nicht. Vielleicht kommt ja der Jahrhundertsommer doch noch. Obwohl ich brauche noch nicht, also der Natur wegen schon nicht. Ja, hier kann man also her sich setzen, direkt am Main. Ich denke hier irgendwo machen sie einmal ständig paddeln. Ja. Da braucht wieder irgendjemand ihre Meinung. Abgebildet. Das muss ja nicht immer gleich so beleidigend sein. Ne? Also ich weiß nicht. Ne? Also früher in meiner Jugend hätten wir uns das nicht getraut, ne? Auf die Wand zu schreiben, Merkel, du Bitch. Ne? Ehrlich nicht. Ne, also da hätten sie uns an die Ohren lang gezogen. Ne? Aber man muss das auch. Früher haben wir nicht so viel Englisch gekonnt, die hätten das auch nicht verstanden früher, was da gestanden wäre. Also da vorne dieser große helle Block, das ist also unser Georg Schäfer Museum. Sehr interessant. Wenn ihr mal in Schweinfurt seid, guckt es euch einfach mal an. Gegenüber die Bücherei. Kirchturm von St. Salvador. Jetzt gucken wir, was der Stadtstrand macht. Die Zeit ist ja noch alles zu. Also zu ja nicht, aber naja. Das ist also unser Stadtstrand in Schweinfurt.
Sieht mal aus wie ein Schiff, gell? Keine Hunde im Sandbereich. Ja, sieht aber schon schön aus. Ist auch immer ein schöner Punkt, hier in Schweinfurt mal ein Bier zu zischen oder was zu essen. Ja, ist aber schönes Wetter eigentlich, Sonne strahlt. Ja, danke an alle Alltagshelden. Unser Kongresszentrum und die Staustufe und auch das Wetterrudern wird dieses Jahr nicht stattfinden. Schade drum, war auch immer ein schönes Event. Hier ist unser kleines Industriemuseum, auch immer sehenswert. Hier kann man also immer noch weiterlaufen entlang der Bahnstrecke und dem Main. Und mein Tourenzähler, also mein Schrittzähler, zeigt inzwischen 4500 Schritte an, wo wir bis jetzt gelaufen haben. Und erfahrungsgemäß, da ich große Schritte mache, hätte die Renate bestimmt 1000 Schritte mehr für die gleiche Strecke. Also hier links ist auch die Samonie. Auch sehr bekannt hier in Schweinfurt. Leider denke ich durch Corona-Zeiten auch zurzeit nicht viel los. Ja, auch wieder ein Schild, das alle Schweinfurter kennen. Wir sind jetzt zurzeit natürlich auf dem Radwanderweg, also der was ganz schön weiter hinauf geht, ne, da hinauf. Also was sie da jetzt vorhaben, das weiß ich auch nicht. Na ja, schauen wir mal. Da sieht man, ich war schon lange nicht mehr da. Ich weiß gar nicht, was das da ist hier. Ja, wahrscheinlich gibt es da was zu trinken am Wochenende oder so. Gucken wir mal. Mole. Ah ja, Wein und so weiter gibt es also gut. Also da am Main entlang kann man natürlich weit laufen noch. Bis nach Grafenrheinfeld, Berg Rheinfeld hinüber. Das tue ich mir also heute jetzt nichts mehr an. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst euch gut gehen. Und mir geht's schon gut. Ah, da geht's also die Unterführung durch. Früher ist es damals zum Treppenhotel gegangen, zum Vollendien. Wer kennt es noch? Da ist wieder reingepinkelt worden, du alten Schweine, du. Mensch. Echt, du, das ist doch ekelhaft.